Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 22. August empfängt der Drittliga-Aufsteiger FSV Zwickau den Hamburger SV im neuen Stadion. Dieser Neubau stellt für Zwickau eine neue, große Dimension dar und bietet zugleich eine ganz andere Qualität, sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer. Um vorab zu schauen, ob auch alles funktioniert, hatte die Stadionbetreibergesellschaft gemeinsam mit der GGZ und GB Papenburg gestern Nachmittag zu einem nicht öffentlichen Stresstest eingeladen. Groß war das Interesse seitens der Journalisten, vor dem offiziellen Spielbetrieb hinter die Kulissen des neuen Stadions schauen zu dürfen. Die ganze Aktion hatte natürlich auch den Vorteil, dass die Pressevertreter eine Einweisung in organisatorische Dinge erhielten und ihre Plätze zugewiesen bekamen. Mit vor Ort war am gestrigen Nachmittag auch der Chef der Stadionbetreibergesellschaft Rainer Kallweit, der sich sichtlich zufrieden über den Bauverlauf des neuen Stadions zeigte. Ich bilde mir ein, beurteilen zu können, dass alles sehr gut gelaufen ist mit dem Bauunternehmen, auch in der intensiven Abstimmung mit den Bauleitern, was eine sehr gute Zusammenarbeit war. Und es ist tatsächlich so, wir haben innerhalb eines Jahres hier dieses Bauwerk stehen, eine Funktionstüchtigkeit erreicht. Das hätte ich, sagen wir mal, so optimistisch noch vor einem Jahr nicht gesehen. Aber ich bin froh und glücklich, dass es so ist und dass wir hier in 14 Tagen den Ball rollen sehen. Wir sehen den Ball rollen in 14 Tagen. Das heißt aber auch, hier muss noch einiges getestet werden. Und deshalb findet ja heute dieser sogenannte Stresstest statt. Was ist der Inhalt von so einem Test? Also wir versuchen heute mal zu simulieren, wie die Durchlassfähigkeiten an den Eingängen sind, wie die Durchlassfähigkeit ist für den Caterer in der Halbzeit. Wir versuchen, die Nutzungshäufigkeit der Toiletten zu testen mit den Besuchern, die da sind, um uns der Realität zu nähern. Wir werden natürlich nicht mit dem, was uns im Hamburg-Spiel erwartet, das vergleichen können. Aber wir können ungefähr eine Näherung, zumindest ein Gefühl dafür entwickeln, dass wir für den 22. Dann gut aufgestellt sind, wenn Hamburg kommt. Was ist zu beachten, wenn wirklich hier 10.000 Zuschauer kommen würden oder kommen werden? Die werden kommen. Also das Stadion ist ausverkauft. Und wir werden hier eine tolle Stimmung erleben und natürlich Fanverhalten werden wir erleben und hoffen, dass alles friedlich bleibt und dass nach dem Abpfiff Zwickau in der zweiten Runde ist. Sollten die Emotionen der Fans bei den Heimspielen des FSV doch einmal hochkochen, dann muss schnelles Eingreifen der Sicherheitskräfte gewährleistet sein. Deshalb waren gestern auch Vertreter der Polizei mit vor Ort. Um den Zuschauern die notwendigen Informationen zum Spielverlauf oder andere wichtige Hinweise zu geben, konnte der Stadionsprecher gestern auch schon einmal probieren, wie seine Stimme im weiten Areal des neuen Stadions wirkt. Mit Det Fischer greift man dabei auf einen gestandenen Mann zurück, der in der Vergangenheit bewiesen hat, souverän mit allen Situationen umzugehen. So ging er gestern auch gelassen damit um, als aus der neuen Tonanlage zunächst kein Mucks zu hören war. Als dann alles funktionierte, gab es eine Simulation vom Einlauf der Spieler auf den Rasen. Wie es am 22. August gegen den HSV aussehen könnte, das demonstrierte dann der Nachwuchs des FSV von U11 bis 15. Mittlerweile hatten auch die rund 250 Stadiontester ihre Plätze gefunden und nahmen die neue Heimstätte des FSV schon mal probehalber in Besitz. Beeindruckend auch die große LED-Wand, auf der die Zuschauer alle wichtigen Informationen von der Spielaufstellung bis hin zum Spielstand erfahren. Außerdem wurden noch Brandanlage, Toiletten, Catering und einige andere Dinge getestet. Dann konnte der Rasentraktor wieder seine Kreise ziehen und das Grün auf 2,8 cm einkürzen. Diese Länge ist optimal, um eine effektive Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Schließlich soll sich am 22. August das Stadion von seiner besten Seite zeigen, wenn der FSV gegen den HSV antritt. Wir drücken an dieser Stelle schon einmal unseren Rot-Weißen die Daumen.